Was ist das für ein Helm? Es ist mein Superheldenhelm. Das befähigt mich, mit Pflanzen zu reden. Ja, ich bin nach 36 Jahren nicht so glücklich. Ich habe endlich Menschen gefunden, die Superkräfte haben. Ich hätte gerne Superkräfte. Ich bilde mir ein, dass ich dank dieses Helms mit Basilikum reden kann. Cool. Eine semi-effektive Fähigkeit, muss ich sagen. Ich spüre in deinem Hintergrund keine einzige Pflanze. Doof an dieser Stelle. Siehst Die du, guck. stehen woanders. Würdest Stimmt. du dir helfen, wenn eine im Bild steht? Bisschen, ja. Ja? Basilikum? Wenn du Basilikum hast, wäre das natürlich super. Das könnte mir dann einiges über dich verraten. Ja, Okay. Ist es überhaupt eine echte Pflanze? das ist eine echte. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich dachte einfach, ich bin hier in Spanien in so einem Hotel und ohne würde es einfach, das Plakat haben sie mir erst danach geschickt und dann hatte ich die Pflanze irgendwie schon aus dem Hotelflur geklaut und habe seitdem, das ist schon ein paar Tage her und dann seitdem habe ich so ein Schild vorne dran und die haben mein Zimmer nicht mehr sauber gemacht. Ich könnte jetzt auf jeden Fall nicht den Laptop umdrehen, um zu zeigen, wie es hier aussieht, seit Tagen. Und das Ding steht da und ich habe mal Schiss, dass irgendwie das trotzdem rauskommt, dass ich diese Pflanze geklaut habe, einfach damit es Ja. nicht schön aussieht. Sie und Ihre fünf Freunde wurden von einer Frau verprügelt. Von einer Frau. Die Tussi, die hatte irgendwie so Superkräfte oder so. So, guck mal. Also Das ist ja. doch gar kein Problem, damit kann ich dienen. Das ist aber wunderschönes Basilikum. Das ist mit das schönste Basilikum, was ich seit langem gesehen habe. Das Dankeschön. Basilikum verrät mir sehr viel über dich. Genug Wasser, sehr freundlich. Du redest auch manchmal mit dem Basilikum. Ja, natürlich. Ich freue mich, Ja. wenn es bei mir in der Wohnung bleibt. Also dahingehend, wenn ich eine Superheldenliga machen würde, wärst du jetzt direkt dabei, weil das Basilikum ist eigentlich die beste, Geil. das ist der beste Garant dafür. Was hast du denn für Superkräfte? Ich glaube, meine ganz persönlichen Superkräfte sind, ist so ein Harmonisierungsgen. Ich kann so Gruppen harmonisieren, wenn ich feststelle, dass da irgendwelche Leute irgendwelche Spannungen aufbauen, die da nicht sein sollen, dann kann ich da dazwischen gehen. Das ist meine ganz persönliche Superkraft. Alle wollen ja immer so Kräfte wie super stark sein oder fliegen Warte, warte. oder natürlich Elektrokräfte haben. Was ist denn deiner Meinung nach die schlechteste Superkraft aller Zeiten? Eine, die nicht aus dir selbst herauskommt. Eine, die du irgendwie dir aneignest oder sowas, indem du dir ein riesen Batterie-Dings hier in die Brust nagelst oder indem du irgendwie irgendwelche Spritzen dir gibst oder sowas. Nee, eine Superkraft, die muss schon aus dir selbst herauskommen, die musst du seit immer haben und die muss ein Teil von dir sein, so wie du zwei Arme hast und einen Kopf hast, muss das einfach was sein, genau, was du ganz natürlich sozusagen in dir drin verwurzelt hast und wo du lernst, mit umzugehen. Ich weiß nicht ganz genau, was du mir mit dem Basilikum sagen möchtest. Aber es ist sicherlich für irgendwas sinnvoll. Ich meine, Ja. das wird schon einen Sinn haben mit Basilikum. Der Beweis dafür, ich kann ja, auch du hast Basilikum zu Hause, ich kann ja jetzt kommunizieren mit dir und ich kann dich natürlich auch aushorchen. Also es ist sowas wie die Ja. NSA, mit meinem Basilikum-Netzwerk ist ziemlich stark, wie du siehst. Also vorsichtig an dieser Stelle. Hey, wie ist ne? Wie war der Tag? Super wie immer. Ich wollte eigentlich fragen wegen meiner Beförderung. Du bist einer von uns. Du weißt es nicht mehr. Was sollte man als Superheld unbedingt machen und was sollte man als Superheld auf gar keinen Fall machen? Du solltest auf gar keinen Fall dich verkriechen und denken irgendwie, okay, ich bin irgendwie scheiße und ich kann nicht mit den Menschen zusammenleben oder so, sondern du solltest schon das Selbstbewusstsein haben zu sagen, okay, ich habe eine Verantwortung und mit viel Kraft kommt viel Verantwortung, wie wir alle von Spider-Man gelernt haben. Und diese Verantwortung zu nutzen und zu sagen, okay, alles klar, ich setze dich für was Gutes ein und ich setze dich nicht für irgendwas Blödes, Schlechtes, Negatives ein oder sowas. Wir dürfen keine Angst vor unseren Superkräften haben und wir müssen klare Ziele haben und dürfen uns keinen Schiss haben, diese Ziele einzusetzen, umzusetzen oder diese Ziele zu erreichen. Wie stehst du zu Maskenpflicht von Superhelden? Naja, also da gibt es auch immer irgendwo dieses Bild, dass das natürlich jetzt für Batman oder mit der Maske hier oben
ein bisschen sinnlos ist. Also jetzt macht es auf jeden Fall ein bisschen Sinn, als Spider-Man irgendwie hier wirklich komplett maskiert durch die Gegend zu laufen. Der muss sich jetzt gar nicht weiter umstellen. Für Wendy wäre es jetzt nicht so richtig geil, glaube ich. Vielleicht sogar Elektroman auch eine Maske tragen, einfach nur um den Menschen zu zeigen, hey, I feel you, ich bin nicht einer von euch, aber ihr solltet das schon machen und deswegen trägt auch Elektroman wahrscheinlich mit. Elektroman. Ja, das ist mein Superheldenname. Elektroman. Wurdest du mal von einer radioaktiven Spinne gebissen? Nicht, dass ich wüsste. Was kannst du? Er ist unverwundbar. Wenn du den Raum betrittst, welche Musik, welchen Song sollte denn automatisch gespielt werden? Also wenn man jetzt mal ganz bescheiden anfangen, so ein bisschen Hans Zimmer wäre schon angebracht. I got a feeling, it's automatic, I got a feeling. Nee, ich weiß keine Ahnung, was würde denn Superman? Irgendwas Queen oder Phil Collins. Oder Flash? Das war schon ein anderer Superheld, ne? Aber das kannst du auch übernehmen, den kennt ja keiner mehr. Michael Jackson, irgendwas Großes. Oder nee, pass auf, sowas, so Walküre. Die Walküre! Ja, genau. Das wäre vielleicht was Wagner-mäßiges. Elektroman hätte, glaube ich, auch keine großen Schwierigkeiten, Wagner einfach zu sagen. Es ist sein Haus- und Hofkomponist. Elektroman ist ja sehr, sehr großer Comic-Fan. Wie ist das mit dir? Musstest du, durftest du, solltest du viele Comics lesen? Ich bin natürlich ein ganz klassisches Pferdemädchen. Ich habe mein ganzes Leben lang über Wendy gelesen, den Comic Wendy. Und dass ich jetzt eine Wendy spiele, finde ich natürlich super. Und es gab auch immer großen Krieg zu Hause, wenn ich aus der Schule kam. Und eine meiner Schwestern hat sich erdreistet, mein Wendy-Magazin vor mir zu öffnen und zu konsumieren. Das ging gar nicht. Ja, im Internet sah es irgendwie geiler aus. Was machen wir jetzt damit? Mit unseren Superkräften. Wenn die uns da draußen erwischen, dann sperren die uns weg. Wir können einfach nicht mit normalen Menschen zusammenleben. Mama, was ist los mit dir? Macht mir Angst. Mir auch. Ich freue mich einfach sehr auf Freaks Teil 2 und vielleicht braucht ihr dann jemanden wie mich, der unter anderem auch mit Pflanzen und Basilikum kommunizieren kann. Was wäre denn mein Superheldenname? Green Man? Green Man, okay? Dann müsste ich, ja, okay, machbar, ist okay. Basil. Nee, da musst du dir noch was Besseres einfallen lassen. Green Man ist scheiße. Green Man? Ja, dann Wendy, dann, ja, V-Man, Woman, nee, da überlegen wir nochmal. Warum bin ich so ein Freak? Du bist kein Freak. Warum braucht die Menschheit Superhelden? Oder brauchen wir die überhaupt nicht? Doch, wir brauchen die auf jeden Fall und jeder möchte natürlich irgendwie ein Superheld sein, weil wir natürlich alle uns überlegen, was macht mich denn besonders neben den ganzen anderen 7-8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Also sonst würden wir ja auch nicht ununterbrochen irgendwelche Supertalenten-Casting-Shows angucken, um herauszufinden, was können die anderen Geiles und was könnte ich denn vielleicht noch viel besser. Also ich kann das schon verstehen. Weil Superhelden Kräfte haben, die die Welt verbessern können offensichtlich und die Menschen auch was brauchen, wo sie hochschauen können, zu denen sie aufschauen können. Und deswegen funktioniert halt so eine Batman-Superman-Kacke halt nicht oder Spider-Man, sondern sie brauchen halt echte Menschen, echte Helden, zu denen sie aufschauen können. Wir sind der nächste Schritt in der fucking Evolution. Brauche kein Schutz, brauche kein Schutzschild. Ich lege vor und der Beat macht den Rest.